Was mir in dieser Zeit besonders wichtig ist, ist, dass der Friedefürst gekommen ist. Dass wir wirklich diesen wunderbaren Frieden in unsere Herzen haben dürfen, weil Jesus geboren wurde. Und gerade in dieser Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich euch diesen wunderbaren Frieden in euren Herzen. Ja, diesen Frieden, den gibt es. Er ist da. Nimm ihn. Jesus kam für dich. Und gerade in dieser Zeit, genieße ihn. Und wir wünschen dir eine wunderbare Weihnachtszeit, auch die Tage zwischen den Jahren, eine wunderbare Begegnung mit deinem Herr und mit deiner Familie.